Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, eigentlich wollte ich nach den neuen Quests schauen, die jetzt nach dem Update ja draußen sein sollten. Aber jetzt habe ich mich eingeloggt und der gute Hassian steht auf einmal vor mir. Und ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich denke mir, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir als erstes mit ihm reden. Und er erzählt mir wieder irgendwas auf Englisch. Gib mir eine blättrige Smaragdwand. I suppose we'll cross paths sooner or later. Okay, und ich habe keine Ahnung, worum es jetzt ging. Weil, wie gesagt, die englischen Sachen. Nein, ich wollte hier raus. Halt, stopp. Warum steht jetzt Auni hinter mir? Ist das jetzt heute Tag der offenen Tür oder was? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Oh boy, I'm Ah! so glad to see you. Oh, der redet auch wieder nur Englisch mit mir, Leute. Mann, so geht das nicht, wenn das ganze Deutschtitel beworben wird. Irgendwas mit einem Geschenk, was ich ihm angeblich gemacht habe, was ich aber nicht gemacht habe, soweit ich weiß. Oder es ist irgendwas, was jetzt schon total lange her ist. Auf jeden Fall gibt er mir dafür einen sandigen Zitrin. Okay, also er hatte anscheinend nicht viel zu sagen. Zumindest jetzt keine Quest oder ähnliches. Ich war nämlich jetzt gerade auf dem Weg darauf zu gucken, ob wir jetzt hier. Achso, ich wollte gerade sagen, das hat man doch abgeschlossen. Ob wir jetzt hier was Neues haben. Aber wir haben nichts Neues. Aber. Kommen die jetzt hier alle? Leute, was ist denn mit euch los hier? Was geht denn jetzt ab? Oh. Also scheint auch um irgendein Geschenk zu geben, was ich angeblich gegeben haben soll. Ich habe überhaupt gar keine Geschenke verteilt. Was geht denn hier ab? Also sie erzählt mir irgendwas von einem Aquamarinstein. Okay. Und hat mir dafür eine Meeresaquamarinwand gegeben. Na gut. Ich verstehe zwar gerade so gar nichts mehr, dass hier die ganzen Leute einfach bei mir alle reinkommen. Kommt jetzt hier noch irgendjemand? Nee, ne? Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Leute, wo kommt ihr alle her? Good to see you again. Auch endlich mal einer, der wirklich Deutsch kann. Der mich aber gerade wegschiebt. Was ist denn jetzt los? Hallöchen, wie man hört, hast du die Gemeinschaft auf deiner Seite. Das ist nicht einfach, aber du warst in letzter Zeit so hilfsbereit, dass es kein Wunder ist, dass man dich so schnell akzeptiert hat. Und was das Einweihungsgeschenk angeht, ich habe dir ein paar Ziegel und Bretter für dein Haus mitgebracht. Wenn du mehr davon brauchst, kannst du die Sachen bei Sifu, der Schmiedin, kaufen. Das hört sich so an, als ob ich gerade das erste Mal im Spiel bin. Oder du kannst sie mit einer Sägemühle oder Schmelze selbst herstellen. Stay safe, friend. Ja, weiß ich. Ich meine, hallo, guck dir mal meinen kleinen Palast hier an. Ja? Der geht jetzt aber auch nicht mehr. Ashura mag mich so sehr, dass er jetzt nicht mehr geht. Good Oder to muss see ich you nochmal mit again. ihm reden? Oh nein, jetzt redet der auf Englisch und ich habe mich gerade schon so gefreut. Wieder irgendwas mit einem Geschenk, keine Ahnung. Wie gesagt, also die englischen Sachen lese ich mir ja auch gar nicht durch. Ah, ein tintenschwarze Onyx-Stuckwand. Weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass man groß rumtönt, ein Spiel auf Deutsch zu übersetzen und Deutsch Stay safe, rauszubringen. friend. Und irgendwie jeder, ja, jede neue Quest ist dann plötzlich nicht mehr auf Deutsch. Ich wusste es. Wo kommen die alle her? Okay, das machen wir jetzt mal einfach weiter. Eine rosige Granatstuckwand. Und sie schiebt sich auch schon wieder so. Was ist mit denen los? Alter, ernsthaft? Kommen die jetzt alle nacheinander? Grow Alle, any die new ich kenne, oder vegetables, was? animals, minerals? Auch wieder nur Englisch. Ich krieg eine Stahl-Saphir-Stuckwand. Das sieht so unheimlich aus, wenn er einen. Wenn er einen so nach vorne I'll have schiebt, some new irgendwie. material for you next time. Dann auf einmal steht er hinter mir. Und da kriege ich die nächste Herzattacke. Okay, Gina fehlte noch, stimmt. Die kann auch wieder nicht nochmal mit mir reden. Eine moosige Smaragdstuckwand habe ich bekommen. Wie viele Wände kriege ich denn heute? Jetzt mal im Ernst. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr fast. Wo soll ich die. Aber Moment. Moment, Moment. Bevor ich jetzt. Oh, nee, das ist der Verkauf.
Bevor ich jetzt mit dir rede, weil die ja, glaube ich, keinen Platz wegnehmen, ne? Genau. Dann mache ich die erstmal da rein. Einrichtungsgegenstände. Sie hat eine Quest. Sehr schön. Und redet wieder nur Englisch mit mir. Das ist nicht schön. Irgendwas mit Villager informed. But you know now of the order, right? Was für eine Order? Keine Ahnung. Ich finde es super cool. Sie stimmt mir auf jeden Fall zu. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet, aber sie stimmt mir auf jeden Fall zu. Trag mich ein. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe mal irgendeine Quest angenommen. Sorry, Leute, aber ich habe es ja schon gesagt, dass ich mir das Englische... Ich will mir halt einfach nicht die Mühe machen, das Ganze auf Englisch durchzulesen, weil es halt kein englisches Spiel ist. Es ist ein englisches Spiel mit deutscher Übersetzung. Damit wird geworben offiziell. Damit hat es angefangen seit der Beta, also der Closed Beta schon. Und ja, ich bin auch ehrlich gesagt noch zu müde, um hier irgendwas auf Englisch zu lesen. Der erzählt mir doch eh wieder nur irgendwas. Ja, ich wusste es doch. Sonniger Jaspis Stuckwand. Ich könnte bestimmt noch viel gebrauchen, aber ich weiß ja auch nicht, warum die mir jetzt hier alle auflauern. Ich verstehe es ja immer noch nicht. Ja, ist ja gut, nerv mich nicht. Hell Amethyst. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Nehme ich mal an, ich habe es jetzt noch nicht an der Wand gesehen. Und wir quasi dieses nach vorne backen. Ich finde es auf einer Seite wirklich sehr spooky, auf der anderen Seite aber auch irgendwie lustig. So, Och ja, nerv mich nicht, Riff. Ein Sonnenuntergang Zitrinenstuckwand. Der kommt mir auch wieder so komisch hier entgegen. Also anscheinend ist das irgendwie so ein bisschen komisch programmiert, dass sie dann auf einmal woanders stehen und dich da wegschieben. Weil das ja mit jedem ist, ne? Erdige Jasper-Stuckwand. Ich weiß zwar nicht, warum ich die Sachen bekomme, aber ich nehme sie halt mal gerne an. Es wird ja leider nicht wirklich erklärt. Also zumindest nicht so, dass man es verstehen kann. Was ist mit dir? Kriege ich von dir jetzt auch noch irgendwas? Rötlich schimmernde Rubinstuckwand. Naja, rötlich würde ich jetzt die Vorschau nicht betiteln. Es ist eher rosa, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es an der Wand aussieht. Kommt da jetzt doch jemand oder darf ich jetzt mal gucken wegen der Quest? Leute? Ich hoffe, ich darf jetzt mal gucken wegen der Quest. Ich werde hier sowas von überrannt. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Platz, um die Sachen hier reinzutun. Ach so. Kann ich da noch eins? Nein, natürlich kann ich da wieder keins machen. Schade. Schade, schade, schade. Aber dann gießen wir das wenigstens nochmal eben. So, den Rest muss ich jetzt nicht gießen oder Unkraut jäten oder so, weil... Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Vielleicht mache ich das mal nach der Aufnahme. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Tier im Hintern. Der war jetzt gut. So, Moment. Tisch hätte eine Quest für uns. Aber ob die jetzt zu den neuen Quests gehört, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Weil es sollen eigentlich, so wie ich das verstanden habe, warum hakt das jetzt eigentlich so? Seit dem Update hakt das hier ziemlich extrem, ist mir aufgefallen. Ich wollte eigentlich nur kurz mit dir reden, also plaudern. Do you know about the order? Was für eine Order? Davon habe ich doch eben schon mal gehört. Keine Ahnung, was sie jetzt geantwortet hat, aber... wie findest du es? Ich glaube, es war eine Schule. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe doch jetzt nicht zugehört. Ich wollte doch nur mal eben leveln. Oh mein Gott, die haben jetzt auch alle Quests hier, oder was? How's it hanging? So, das hat auch irgendwas mit der... Mit der Aura, wollte ich gerade sagen. Mit der Order zu tun. Bye. Bye. Ja, du stehst mir jetzt gerade hier im Weg. Dann fangen wir mit dir mal an. Was für ein Passcode? Irgendwas mit Kühn. Nein, das ist nicht der Passcode. Okay. mehr Tempel, das hört sich gut an.
Sie stellt mir eine englische Frage und ich kann dann auf Deutsch antworten mit Ach ja oder Kor, was auch immer das heißen mag. Was soll ich jetzt da antworten? Ich sag mal Ach ja. Ich warte ja immer noch darauf, dass wieder ein paar deutsche Sätze dazwischen sind, dass man vielleicht mal versteht, worum es geht. You will help me. Ja. Ja, ich mache alles für Freunde. Sie wartet jetzt, glaube ich, darauf, bis ich wiederkomme. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht. Wer ist Calorie? Den Namen habe ich mal gehört. Beziehungsweise gelesen. It's for her own safety. Calorie. Ah, wer war das? Weiß sie was wegen dem Order? Die Order is coming. Ach, das scheint eine Verbindung oder so zu sein. Okay. Denkst du, das könnte wahr sein? Ref kommt schon auf komische Ideen. Ich sag mal niemals. Ich weiß nicht, worum es geht. Ach so, oder hat... Nee, sie hat aber doch nichts... Sie hat mich doch jetzt nicht gefragt wegen... Ich bin mir nicht sicher, die reden ja sonst immer das Gleiche, aber es scheint, als ob die jetzt mal neue Texte bekommen hätten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, also wenn man mit denen quatscht. ist es my fault? Ach so, Order, Moment. Also Order heißt ja normalerweise Auftrag, aber ich glaube, die meinen damit diese Leute, die das überwachen mit dieser Magie da, kann das sein? Ich habe das noch nie auf Englisch irgendwo gelesen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt auf Englisch heißen könnte. Vielleicht fragen sie für deine Hilfe. Ja. Wäre doch schön, oder? Ich habe den kreisförmigen... Oh, Moment. Das ist neu, oder? Ich habe den kreisförmigen Abdruck, der wie ein Schloss aussieht, gescannt und dabei Spuren der Strömung in Form einer Transformationsrune entdeckt. Das bedeutet, dass jemand einem Objekt mit dieser Rune gegen diesen Abdruck gepresst haben muss. Und warum sollte das dieser jemand tun, wenn es keinen Schlüssel gibt? Ich habe jetzt keine Ahnung, wovon sie jetzt gerade spricht, von welcher Rune, aber ich war jetzt auch schon länger nicht mehr im Spiel drin, muss ich jetzt auch dazu sagen. Würdig eines Wächters. Ach, deswegen muss ich mit Tisch sprechen. Ja, dann, Moment, dann gehen wir erstmal kurz zu Tisch. Bevor die jetzt abhaut, weil wir haben 7 Uhr abends. Die ist wahrscheinlich, ja, die ist wahrscheinlich drüben. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, um was für ein Wächter es geht. Oder warum das Spiel jetzt so hakt, seitdem ich das Update gemacht habe. Moment, mit dir müssen wir auch noch kurz reden. Mit Ref plaudern. Selbst meine Tränensäcke sind müde. Aber du weißt ja, wie man sagt, der verbotene Strömungshandel schläft nie. Okay? Und ich offenbar auch nicht. Nee, die haben neue Texte. Ja, cool. Nicht weglaufen, Tisch. Wie sagt man so schön, wenn du über andere urteilst, urteilst du nicht über sie, sondern über deine Vorstellung von ihnen. Das hat er aber schon mal gesagt. Aber ich frage mich, gilt das auch, wenn wir über uns selbst urteilen? Nö. Also glaubst du, dass die Eindrücke, die wir von uns selbst haben, objektiv sind? Nee, die sind subjektiv, aber wir wissen ja, wie wir sind. Dann hoffe ich, dass ich mich eines Tages selbst erkennen werde. Aber mein Selbstbildnis ändert sich auch wie die der Mond... Was? Mein Selbstbildnis ändert sich auch wie die der Mond ab und zunimmt. Okay. Tata. Jell hat anscheinend ein bisschen zu viel getrunken heute. Den lassen wir mal in Ruhe. Really good to see you. Yes. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, ich weiß nicht, worum es geht, aber Freunde sind dafür da, dass man hilft. Ja, ich kann helfen. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber... Und ich habe neue Rezepte bekommen. Das ist schon mal cool. Ich weiß noch nicht, wofür. Ich schätze mal, wir müssen die jetzt machen. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Zeit für Jell und mich, uns unsere Entwürfe gegenseitig zu zeigen. Er hat ja keine Ahnung, dass ich nebenbei an einem Geheimprojekt arbeite. Ich werde ihn überraschen, wenn die Zeit reif ist. Mach dir keine... Nee, sie hat ja mal erzählt, an was sie arbeitet, ne? Machst du dir keine Sorgen, dass er es herausfindet?
Eigentlich nicht. Jill ist zu sehr mit seinen eigenen Gedanken vertieft, um zu bemerken, was um ihn herum passiert. Selbst wenn es direkt vor seiner Nase passiert. Yes. Ich kann es kaum erwarten, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, wenn ich ihm diesen Tragpantron überreiche. Tragpantron? Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an. Er besteht aus dem dornigsten und dunkelsten verzauberten Holz, was ich finden konnte. Er wird perfekt zu ihm passen, das weiß ich einfach. Okay. Ja, wir müssen tatsächlich die Sachen herstellen. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal. Ich will jetzt nur deswegen nicht extra zurück zum Grundstück porten. Weil man kann das ja nur, ich glaube, was jetzt, einmal pro Stunde oder einmal pro halbe Stunde? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und das will ich jetzt nicht verplempern, wenn ich jetzt eh hier in der Gegend bin. Das würde ich dann eher machen, wenn ich im anderen Gebiet bin, in Bahari Bay. Bin ja schon da. Jetzt taucht aber keiner mehr hier auf, oder? Wenn ich jetzt hier reinkomme. Oh Gott. Okay. Ich muss aber erstmal wissen, was ich machen muss. Moment. Ein Ermittlerbanner und ein Ermittlerstuhl. Wieso Ermittler? Können wir, glaube ich, hier besser, ne? Ermittlerbanner und Ermittlerstuhl. Das ist es nicht. Wahrscheinlich jetzt ganz unten, ne? Es war ja so komisch mit der Sortierung. Ermittlerbanner und Ermittlerstuhl. Das habe ich hier gar nicht drin, oder was? Erlernen muss ich da aber auch nichts von. Hä? Ermittlerbanner und Ermittlerstuhl. Die konnte ich doch vorher noch nicht. Oh, wieso scrollt der jetzt wieder nicht? Ermittlerbanner und Ermittlerstuhl. Jetzt stehe ich hier entweder gerade auf dem Schlauch. Ihr hört mein Scrollen, oder? Ich weiß nicht, warum das hier so am Haken ist. Also ich glaube, das Update hat dem Spiel irgendwie nicht so gut getan. Haben die das jetzt mittlerweile doch endlich mal nach Alphabet geordnet? Weil bisher sah das jetzt eigentlich recht gut aus. Aber dann müsste das ja hier bei E sein, aber bei E ist nichts. Oder kommt das... Vor allen Dingen, wieso stand das jetzt da drauf? Ich dachte, das wird automatisch, wenn man reingeht, nach links gemacht. Edle Gießkanne. Ach, tatsächlich. Okay. Nichts von den Sachen kann ich machen. Ja, fängt doch schon gut an. Seide. Ich brauche 6 Seide dafür. 16 Seide. Gut, das Glas könnte ich noch machen. 20 Seide brauche ich. Achso, Gegenstand anfragen ist das. Das ging hier, ne? Na. Achso, ich muss... Ach Gott! Ja, ich habe schon wieder alles vergessen in der Herstellung. Ist gut. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch 20 Minuten für die Glühbirne. Und 20 Seide. Ich glaube nicht, dass ich die schon vorbereitet habe. Ich hatte ja zwischendurch... ein bisschen hergestellt. Ja, nee, das ist Stoff. Ach, das ist Stoff. Das ist keine Seide. Ich brauche für eine Seide 5 von den Dingern. Ja, dann schaffe ich das ja nie. Eieieiei.
haben wir die denn überhaupt noch mehr her? Aus Insektenseide. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt gucken, dass ich ganz viele Insekten fange, damit ich das machen kann. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ja, dann können wir leider nicht das machen, was wir eigentlich machen wollen. Krabbeliges Rätsel, das ist noch das alte, glaube ich, ne? Weil sich das jetzt so da rein geschmuggelt hat. Die Bären dürften theoretisch auch noch nicht untersuchen. Das sieht aber so aus, als ob bald Bären drin sind. Ja, da könnte es eventuell sein, dass wir das dann doch noch machen können. Dann werde ich meine Zeit hier doch noch mal ein bisschen damit verbringen, das Unkraut zu jäten. Und dann schauen wir mal. Also ich werde auf jeden Fall jetzt hier mit der Folge erstmal... nee, wir hören jetzt nicht auf. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Dann gucke ich mal, ob noch neue Bären da sind. Also wieder um 6 Uhr morgens. Und ja, mit dem Rest muss ich dann mal gucken. In der Zeit, wo ich jetzt noch warten muss, werde ich dann mal jede Menge Insekten fangen und hoffe, dass ich dann ja entsprechend auch ein paar Seidenfäden bekommen kann. Ich werde auch noch mal gucken, ob man die vielleicht auch irgendwo kaufen kann. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht... Oder die Seide selber, glaube ich, konnte man kaufen. Ich bin mir nicht sicher. Wir sehen uns gleich wieder. So, nicht erschrecken, wir stehen jetzt gerade bei Tisch im Laden. Also ich hatte recht, wir konnten die Seide schon kaufen. Ich war mir nicht sicher, ob das schon freigeschaltet war und alles. Ich habe jetzt allerdings an die 15.000, glaube ich, ausgeben müssen, nur um die Seide zu kaufen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch keine Lust und keine Geduld, da jetzt die ganzen Käfer zu fangen. Klar muss ich die eigentlich noch machen für die Errungenschaft. Aber ich gebe zu, dass das hier mein erstes Spiel ist, wo ich nicht so auf Errungenschaften aus bin. Weil es ist halt nicht so schön gemacht, also mittlerweile nicht mehr so schön gemacht, wie jetzt zum Beispiel die Elder Scrolls Online, um es mal mit anderen MMOs zu vergleichen. Da ist es halt so, da ist alles nicht von Anfang an perfekt gewesen. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Aber man hat halt alles so, wie man es auch gesagt hat. Ja, und hier ist halt das Problem, es ist noch vieles auf Englisch beispielsweise. Dann hat man keine Lust, immer wieder reinzugehen, nur um dann irgendwo den Charakter, also die Beziehung zu leveln. Und ich habe gemerkt, dass ich da bei weitem nicht die Einzige bin, die so denkt. Also ich habe da mit sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile drüber gesprochen. Insbesondere auch halt eben andere YouTuber und auch im Freundesbereich und so weiter. Und ja, die Meinung ist halt ziemlich einstimmig. Auch wenn ich sagen muss, dass der eine oder der andere es nie vor der Kamera aussprechen würde. Aber es ist nun mal so. Moment, ich muss nach E hoch. Wo ist denn das jetzt? Okay. So, warum kann ich das immer... Achso, wegen der Glühbirne. Ja, die ist ja noch in Mache. So, wir müssen erstmal einen Ermittlerbanner machen. Ich hoffe, dass wir von allen nur eins machen mussten. Ja, doch, steht drin. Dann ein Stuhl, Schreibtisch und ein Bett. Oh, nicht so tief. Oh, Alter, wie viel von dem Holz braucht man da? Das würde ich niemals benutzen, wenn das nicht eine Quest wäre. Ja, mit Stuhl meinen die Sessel, nehme ich jetzt mal an. Oh nein. Oh. Und man hat davon sowieso so wenig. Oh, ich habe Glück, dass ich das gerade noch... Nein. Und ich brauche 4 Barren. Ihr könnt mich doch mal. Als ob man jemals in diesem Spiel irgendwo diese Barren finden würde. Ich meine, man läuft ja wie blöde ständig da rum und versucht, Barren zu finden, beziehungsweise Erz zu finden, nicht Barren.
Nee, da habe ich auch nichts mehr drin. Och, nee, jetzt können wir die Quest nicht machen, weil natürlich, logischerweise, keine Barren da sind. Weil das so extremst selten gemacht ist. Ah, nee, wir haben ja erst 6 Uhr. Ja, dann warte ich nochmal ganz kurz, bis wir 6 Uhr... Wir haben erst 1 Uhr, meine ich natürlich. Dann warte ich nochmal ganz kurz, bis wir 6 Uhr haben, dass wir dann eventuell das mit dem Bären zumindest noch abschließen können. Bärenblues, warum auch immer. Oder steht das da doch... Achso, nee, das ist ganz unten drin. Weil ich brauche halt nur noch diese eine Beere und dann kann ich die Quest nämlich auch endlich mal abschließen. Und, ja, das ärgert mich jetzt extrem. Ich habe es leider auch ein bisschen zu spät gesehen. Das mit dem Barren habe ich gar nicht gesehen, aber das war bei dem einen wohl auch schon drin. Und das mit dem Holz, also beides ist natürlich extremst abartig, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe stellenweise eine Woche oder länger gesucht, um mal ein einziges Vorkommen zu finden. Und selbst wenn man im Chat extra drauf achtet, findet man nicht immer sofort die Stellen, wo das angegeben ist. Und die Leute warten leider auch nicht immer. Also selbst wenn man im Chat schreibt, ich bin gerade auf dem Weg, vielleicht noch schreibt, ich find's nicht, kleinen Moment oder sowas, die Leute warten einfach nicht. Also ich sag mal, wenn 10 Leute da stehen, 8 Leute warten und 2 davon hauen einfach weiter drauf und das Ding ist weg. Also auf so einem Baum beispielsweise. Ja, und bei den Vorkommen von diesen Palium was glaube ich, Erzvorkommen, da ist es noch schlimmer. Also da sagen die Leute zwar auch schon mal Bescheid, wenn sie da irgendwo was gefunden haben, aber da ist es tatsächlich noch schlimmer, weil man kann halt nicht auf den anderen warten. Man muss jeweils einmal auf jeden Fall draufhauen und wenn das Ding da nicht so groß ist und es stehen 10 Leute rum, die ersten 3, 4, die dann draufhauen, die kriegen das. Und die anderen gehen halt eben leer aus. Also das ist vom Spiel her extremst schlecht gemacht. Das hätte vielleicht nicht so oft vorkommen sollen, wie jetzt zum Beispiel Stein und Kupfer und so. Aber es würde ja reichen, wenn man, ich sag jetzt mal, 30% oder sowas davon machen würde. Weil es ist nicht so, dass man, dass es ist zwar was Besonderes, diese Steine und dieses Holz, aber man kann halt nichts machen, so wie ich jetzt beispielsweise, wenn man so ein Mist dann in der Quest hat und man muss es unbedingt benutzen, weil man sonst diese Quest nicht machen kann. Und anscheinend ist das ja eine der neuen Quests, so wie ich das verstehe. Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied zwischen den Quests mit Sternchen ist und den Quests ohne Sternchen. Ich vermute, dass das mit den Sternchen wohl heißt, dass da noch Folgequests von kommen. Weil mit dem Bärenblues, denke ich mal, haben wir das nämlich abgeschlossen, wenn wir das dann abliefern können. Finde einen Jeep. Ja, ich nehme an, dass da noch eine Folgequest dann kommt mit der Bürgermeisterfrau hier. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Würde ich eines Wächters? Ich habe keine Ahnung. Das ist halt eine komplett neue Quest jetzt, die sie mit eingeführt haben. Ja, aber umso dämlicher ist es natürlich, wenn man so eine Quest neu einführt, mit diesen Unmengen tatsächlich an Ressourcen, die man nicht tagtäglich überhaupt bekommt. Also es gab Zeiten, wo ich täglich 2, 3 Mal reingegangen bin und dieses Spiel gesuchtet habe und ich habe nicht einen einzigen dieser Bäume gesehen und ich habe nicht einen einzigen dieser Erzvorkommen gesehen. Und ja, es hat sich nicht wirklich geändert. Also die Bäume gibt es tatsächlich nur zu sehen, wenn halt irgendjemand mal im Video schreibt, da und da ist ein Baum und man wirklich Glück hat, dass man da einigermaßen gut hinkommt und weiß, wo es ist. Wobei die meisten halt eben auf Englisch schreiben und ich dann auch nicht immer weiß, ja, wo stehen sie denn jetzt? Weil die auch nicht immer die Namen benutzen, ne, die dann halt auf der Karte draufstehen. Ja, und die Erzvorkommen, da habe ich 1 oder 2 Mal jemanden gehabt, der mal geschrieben hatte. Aber auch nur, weil er alleine da stand wahrscheinlich und dann halt eben teilen wollte. Ansonsten habe ich so oft Leute gesehen, die einfach abgebaut haben und weitergelaufen sind. Also das, ja, die meisten sind halt sehr egoistisch im Spiel. Kann man nichts gegen machen. Andererseits muss man ja auch dazu sagen, gerade bei den Erzvorkommen, was will man machen, wenn man nur 3 Mal draufhauen kann und man sagt jetzt groß, oh, hier ist ein Erzvorkommen, kommen 10 Leute angerannt und die Hälfte ist mindestens enttäuscht. Das ist halt, ja. Ist dann halt so. Oh,
3 Uhr morgens. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich auf 6 Uhr eingestellt bin, weil ja dann eigentlich dieser Reset ist. Oder haben sie das jetzt geändert? Nee, das Ganze ist noch nass. Sie haben es anscheinend nicht geändert. Ich bleib mal hier stehen und warte dann noch, ob die Bären heute schon rauskommen. Bis gleich. Ja, und da ist gerade... Oh, okay, Gartenbau ist auf Stufe 11. Ja, wunderbar. Dann gießen wir das nochmal eben wieder. Und dann schaue ich mal. Ja, wir haben 12 Stück. Wir können das Ganze... Ich hätte auch hier nachgucken können. Ich bin natürlich auch wieder clever. Wir können das Ganze dann mal eben schnell abgeben. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns bei Delilah wieder. Da ist die gute Delilah. Heute ist viel los. Meine Arbeit hält mich auf Trab. Ich habe ein paar Blaubeeren für dich. Für meine Süßbärenmarmelade. Oh, dem Drachen sei Dank. Ich habe versucht, cool zu bleiben, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, nach all diesen Jahren gegen Maize zu verlieren. Sie macht immer dieses unerträglich selbstgefällige Gesicht, wenn sie damit prahlt. Hier, nimm diesen Schlüssel. Damit kommst du in mein Zimmer, wo ich den Vorrat an Marmelade aufbewahre. Bedien dich ruhig, ja? Cool, das heißt, wir sind gestiegen bei ihr. Nun, ich mache mich besser an die Arbeit. Ich werde diese köstliche Marmelademeize direkt vor ihr zusammengekniffenes Gesicht halten. Wir können auch noch mit ihr plaudern. Wenn du einen Bauernhof betreibst, gewöhnst du dich bald an die Tiere und lernst ihren Charakter kennen. Ich weiß zum Beispiel, dass Moppel kratzbürstig wird, wenn sie ihr Futter nicht pünktlich bekommt. Und der alte Feder da drüben versucht ständig Petunia zu beeindrucken. Vielleicht schafft er es eines Tages. Kenley wollte sich übrigens noch bei dir entschuldigen. Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Dafür, dass wir wegen ihm fast von unseren Grund und Boden vertrieben worden wären. Ja, ich weiß. Er war vorhin hier, um sich für den Ärger zu entschuldigen. Der Arme hat die ganze Zeit reingeschaut, als würde er gleich weinen. Ich habe ihm gesagt, dass ich es ihm nicht weiter übel nehme, weil er ja nur seine Arbeit gemacht hat. Er hat mich und Badru für nächste Woche zum Abendessen auf sein Anwesen eingeladen. Ich werde ihn mit einer Kiste meiner preisgekrönten Marmelade überraschen. Und ob sie irgendwas über den Order weiß? Anscheinend wissen die alle irgendwas darüber, aber können nicht so richtig, ja, darüber sagen. Egal. Also, wir haben jetzt leider nicht die Möglichkeit, Palium zu kriegen. Ich werde gleich nochmal versuchen, ja, ob ich das irgendwo hinkriege, dass ich vielleicht mal was finden kann oder so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache mir da keine großen Hoffnungen, weil ich habe ja eben schon ausführlich erklärt, dass es halt extrem schwierig ist, irgendwo Palium-Erz zu bekommen. Also da ist es noch wahrscheinlicher, dass man hier einen dieser lila Bäume sieht. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Beziehungsweise, dass jemand diesen lila Baum sieht und einem im Chat Bescheid gibt. Also das mit Palium, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die Macher sich da gedacht haben. Keine Ahnung. Ich meine, dass es nicht so extrem viel vorhanden ist, ist noch in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn man es quasi gar nicht findet und das, obwohl man das Spiel monatelang wirklich gesuchtet hat und alle Stellen erkundet hat und weiß ich nicht was. Also das finde ich persönlich ziemlich dreist, dass man da nicht rankommt. Ich kenne kein Spiel, wo man irgendeinen Rohstoff hat, wo man so schlecht rankommt wie am Palium. Und, oder an die Bäume. Wobei, wie gesagt, die Bäume, wenn man viel Glück hat, schreibt mal einer was in den Chat. Also selber habe ich nur 2 gefunden im ganzen Spiel, während der ganzen Laufzeit. Der ganzen, ich weiß nicht, wie viele Monate ich schon spiele, also seit der Closed Beta ja schon. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich jetzt den letzten Monat über ungefähr unregelmäßig nur drin war, weil halt keine Quests mehr wirklich gekommen sind. Die Quests, die ich hatte, da brauchte man sehr lange für, bis es dann weiterging. Ja, und dieses ewige Leveln der Beziehungen. Wer selber spielt, weiß, wie ätzend das Ganze ist. Wieso sind wir jetzt so bei so vielen auf 3? Okay, jetzt bin ich verwirrt.
Das heißt, ich könnte doch rein theoretisch die Leute fragen, ob sie meinen Chip werden wollen. Oder ging das erst ab 4? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Udari gurkt natürlich immer noch auf 2 rum. Das war ja so klar. Vielleicht lag das jetzt auch daran, dass die jetzt alle reingekommen sind. So nach dem Motto, dein Geschenk, dein Geschenk. Oder ich habe ein Geschenk. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt genau gesagt haben. Daran könnte es auch liegen. Wobei ich befürchte, für diesen Cheap muss wirklich jemand auf 4 sein. Da werde ich mich aber in der nächsten Folge dann nochmal drum kümmern. Da schauen wir nochmal gemeinsam nach. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.